Willkommen zurück hier im Hauptprogramm bei Fall Guys mit dem fallenden Shadowrunner. Grüße. Und meiner Wenigkeit, du hast dich gar nicht umgezogen zu schnellen Episoden. Skandal. Nee, ich habe mal eine Frage zu deinem Wolf oder was immer. Ja. Das ist die durchgekreuzten Auge. Heißt das, der ist tot? Das ist ja normalerweise, ja. Werden ja so tote Charaktere dargestellt. Ja. Ich meine, ich habe keinen lebenden Wolf auf meinem Kopf. Naja, kann angenehm sein. Echt? Ja, wir können ja nochmal gucken. Also ich würde schon wieder sagen Mitte. Das sieht von vorne mal aus, als wäre es Mitte, aber das ist es nicht. Nee, war es vorhin nicht. Also sie haben scheinbar echt gefixt. Skandal. Da hatten wir mal einen Trick. Ja, wenn ich das mal im Stream bei anderen geschaut habe, die haben auch gesagt, dass man es bei den letzten drei Wänden immer schon erkennen konnte, irgendwie an den Dreiecken. Das habe ich nie geschafft. Aber zumindest bei letzten konnte ich ja das bisher erkennen. Na toll. Das kann jetzt eng werden für mich. Gut. Gerümpel. Aber kein Problem natürlich für Leute easy, wie easy. Uns. Ja. Oh, vorhin war ich nach dem Essen so müde. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Was gab's denn? Oh, gab Pizza. Fertigpizza. Aber ich sag ja, lieber auf dem Stuhl einschlafen als beim Schlafen einstuhlen, ne? Ja. Ja. Ich habe vorhin auch gekocht. Auch für die nächsten Tage schon lecker Chili con Carne. Mhm. Oh, das ist auch immer was Gutes mit Chili. Ja, vor allem. Ja, meistens am zweiten. Ah, guck, diesmal beim Ritterparcours. Ist ein Bild. Aha. Ja, ist ein Bild. Vorhin hieß es auch noch anders, oder? Der Kreisel oder sowas. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das hat andere Namen. Ja. Da würde ich ja sagen, als es der Kreisel hieß und kein Bild war, dass das vielleicht noch ein Fehler ist. Ja. So, weil Ritterparcours macht hier mehr Sinn. Scheiße. Ich bin ein Idiot. Achso, und noch ein anderer Tipp, den ich hier für diese Dinger hier habe, ist, lauf nicht mit zu vielen anderen da lang. Das ist aber ja allgemein genereller Tipp in diesem Spiel. Ja. Den man beherzigen sollte. Oh, scheiße. Gut, ich bin gut durchgekommen durch beide Walzen. Und über Walzen kommen wir jetzt eigentlich erst. Ah, scheiße, die zweite Walze hat mich hinten erwischt. Ja, da. Die hätte ich gerade eben nicht. Ich hätte sie auch eben nicht gehen dürfen. Ich bin so blöde. Also ich glaube, ich fliege raus. Ich schaff's. Ist das gut? Bei mir sieht es jetzt auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Gut gemacht. Ja, da steht noch einer am Anfang. Der hatte keinen Bock. Ja, ein Typ, da warst du gerade an der falschen. Beste 50%. Ja, das Level haben wir schon gemeistert. Das wäre jetzt sonst auch so ein Kandidat für irgendein lustiges Gruppenspiel. Ach, ist es ja auch. Wir spielen ja Hauptprogramm. Ach.
Du Ich hast glaube, ich mag den gejinxt. Spießrutenlauf lieber. Ja, tendenziell würde ich mir das auch Abschweifen mit 30, das sogar. wird ganz schön kuschelig. Hast also, da können wir wirklich, hast so einen guten Punkt, die Gruppenspiele einfach umgehen. Hey, da war ich doch am Schwanz dran. Was soll denn das? Das klingt manchmal falsch, wenn man dieses Spiel spricht. Da hat mir einer meinen Schwanz geklaut. Ach. Ich habe ja noch genug Zeit. Ich warte einfach bis kurz vorm Ende. Dann hole ich mir einen. Es kann eine funktionierende Taktik sein. Na, jetzt hat mir einer einen Schwanz geklaut. Mache ich wieder meine Taktik, aber da rennt mir einer unten rum. Ja, der hat. Scheiße. Ich habe einfach gerade gewartet und habe so getan, als wäre ich AFK. Ah, nein, jetzt hat mir einer wieder meinen Schwanz geklaut. Ich bin auch Raus. raus. Gut. Haben wir ja gute Teamarbeit beide raus. Ja. Aber ich glaube, das reicht aber jetzt fürs Level Up bei mir. Ich bin auf der Hälfte zu Level 5. Nee, Level 5 und... Ja, da hast du jetzt ein neues Bildchen unten links, ne? Ja. Nein, umziehen werde ich mich nicht. Also wenn ich hier so teuer mir ein Oberteil kaufe, dann wird es auch getragen, bis es auseinanderfällt. Dann ist ja mal gut, dass das nicht so schnell passiert. Aber dann müsstest du jetzt ja theoretisch in den nächsten 3 Tagen richtig viel Kudos machen. Achso, damit ich mir in 3 Tagen, wenn es auseinanderfällt, durch die Ja, oder in den Nutzung ein nächsten neues 2 Tagen. holen kann. Nee, also damit du dir noch sozusagen vielleicht noch das Unterteil holen kannst. Das ist Ja, zwei auch, Tage so. der Plan. Schieben, schieben. Das war dumm. Alles kein Problem. Das Skelett hatte ich auch noch nicht gesehen. Ich hab's auch noch nicht gesehen. Ach da, ja. Aber ist raus. Ja. Ja, auf den wurde ich halt zufällig zum Beobachten geschickt. Aber da hat er schon aufgegeben und stand unten rum. Ich warte ja noch also auf das neue Gruppenspiel. Oder ich vermute also dieses, auch wenn es Reifenspringen ist, aber halt in einer anderen Umgebung, mittelalterlich. Ja.
Ah, jetzt kommt ja erstmal It's a Classic, was jetzt kommt. Ja, war da schon immer dieser große grüne Fleck nebenan? Die Umgebung, war die schon immer so? Nee, ich glaube, da haben sie was neu gemacht. Sehr hübsch, sieht aus wie Irland. Okay, ich sollte auf die andere Seite gehen. Hier ist nämlich ein ganz fieser. Ganz aggressive Leute habe ich hier Ein gerade. fieser Möb. Ja. Aber da drüben ist sehr voll. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das will. Aber voll. Aber drüben war halt wirklich dieser sehr angriffslustige, der lieber mit ein paar Leuten hier kuschelt. Keinen Fehler machen hier bitte. Das. Hi! Hallo. Nein, sei lieb zu mir. Ich interessiere mich überhaupt nicht für dich. Danke. Was? Ja, du interessierst mich Danke. nicht. Ja, nee, also ich will dich nicht rausschmeißen. Das hat ein anderer gemacht. Also ich bin raus. Du bist weiter. Diese fiesen Leute. Da kann man doch auch eigentlich gar nicht rausfliegen. Doch, ist gar nicht so schwer. Da solltest du relativ sicher kein Gruppenspiel bekommen. Das ist doch richtig. Oh, das ist aber noch voll. Oh, das wird kuschelig. Stehst doch drauf. Geht so. Und wenn er bei mir zuschaut, dann denken, der Bacon ist nicht mehr der Baseballspieler, sondern der tote Wolf. Ja. Sehr gut Und der Bacon ist gemacht. im Finale. In der nächsten Runde. Finale ist es noch nicht. Glaube ich, das war, glaube ich, die dritte Runde. Ja, glaub schon. Da könnte Rock'n'Roll eventuell kommen. Ja. War einfach kein Gruppenspiel, ist auch in Ordnung. Rock'n'Roll ist ein Gruppenspiel. Ja, es könnte auch ARD kommen. Oder auch nicht. Ja, das ist ja auch ein Selbstläufer, allerdings da scheiden ja nicht so viele aus im Normalfall. Ja, unterschiedlich. Also, obwohl, ja, dafür sind wir jetzt eigentlich schon zu wenig. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn du da mit über 22, 23 Leuten bist, dann fallen immer einige raus. Aber mit zu wenig Leuten, ja. Mal gucken. Schauen wir uns das einfach mal aus der anderen Sicht heute an. Da sehen wir Was den ist denn die tanzenden Bacon. andere Sicht? Ja, ich schaue diesmal nicht, wo die Blöcke kommen, sondern schaue quasi von vorne auf dich drauf. Ach so.
Ja, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Der Bacon, also hier mit Oh. minimalistischen Bewegungen. Jetzt treibt das natürlich, wo ich es gesagt habe, auf die Spitze. Ja, einer ist ausgeschieden. Ja, wird's ja wahrscheinlich gleich weggehext. Ja, bei dem Endding kann es manchmal noch ein paar Leute erwischen. Ja, muss der Becken auf einmal kurz rennen. Ja, und zwei hat's auch noch Drei erwischt. insgesamt. Ja, aber ja, genau, da insgesamt, ja. Aber das heißt, wir sind immer noch 12. Kann theoretisch trotzdem alles werden. Ja, ich habe auch schon mal Bergspitzenmatch so vielen gesehen. Ja. Also quasi, wo auch eine dritte Reihe existiert. Das sind ja, glaube ich, immer fünf nebeneinander. Hey, du, still noch nicht so. Soweit ich mich richtig erinnere, hast du ja auch schon mal eine Krone gewonnen bei dem. Nee. Nee? Okay. Nee. Dann habe ich dir was voraus. Dann bist du jetzt motiviert, dass du es das hier auch mal schaffst. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es damals geschafft habe hier. Oh, nee. Schade. Das schaue ich mir nicht an. Aber fast hätte ich es, glaube ich, geschafft diesmal. Eigentlich war dein Plan, unten wieder reinzukommen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht wieder mit dem Dann Dauerlauf.